Good morning YouTube, ich hoffe euch geht's gut. Wie ihr schon gesehen habt, ich war gerade eben beim Haare schneiden und ich habe einen neuen Friseur ausprobiert. Der ist Italiener, seit 14 Jahren schneidet er schon Haare und schaut euch mal an, was er aus meinen Haaren gemacht hat. Krasses Ding, ne? Keine Sorge, ich schaue in 2 Stunden wieder normal aus, aber bin ich kein Freund von Gel und eigentlich trage ich meine Haare nicht so rum, sondern eigentlich andersrum, ja. Von dem her lasse ich das einfach mal so. Ich finde es gar nicht so schlecht, vor allem mit Sonnenbrille kommt es ziemlich cool. In diesem Sinne, ich habe jetzt hier noch einiges zu tun. Es schaut ziemlich messy aus hier überall. Denn wir fliegen nach Malta, ja. Mit ein paar Amazon-Dudes haben wir uns da so eine, kann man das Villa nennen? Ich glaube schon. So eine kleine Villa rausgelassen. Richtig, richtig geil. Leider ist ja meine Drohne im Arsch, ja, wie ihr wisst. Und lustigerweise hat Casey Neistat hat am selben Tag ein Video hochgeladen, wie er einem kleinen Jungen erzählt, wie man so eine Drohne zu fliegen hat und dass man immer nach oben gucken sollte, was über einem ist. Rule one is check what's overhead. We're not in the most opportune location. Those trees, Dutch, those will spell disaster for the drone. Ja, und so war das auch. Ich bin 1,5 Stunden mit der Drohne rumgeflogen. Es hat ultra viel Spaß gemacht und dann habe ich mir gedacht, setzt du sie da nochmal an diesem Steg ab und lässt nach rüber fliegen, ja, dass du diesen Sundowner nochmal aufnehmen kannst. Und ich schieße sie nach oben und da war noch so ein Ast, ja, da war noch so ein Ast von diesem Baum. Die Drohne fliegt in diesen Ast rein, crasht, fliegt auf den Boden und dann plumpst sie auch noch ins Wasser. Ich habe gestern natürlich gleich mit dem Support gesprochen und die haben gesagt, Wasser ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ich will ja in Malta Videos machen. Was mache ich jetzt, ja? Natürlich habe ich mir eine neue Drohne gekauft, die jetzt in meinem Lager angekommen ist. Das heißt, ich darf jetzt dann gleich nochmal ins Lager fahren. Muss ich eh nochmal machen, um ein bisschen Ware zu verpacken und ready zu machen. Hol mir die neue Drohne, hol die Gloria ab, fahr zum Airport, mach mir davor meine Haare wieder darüber und dann geht's ab nach Malta. So, im Lager angekommen und jetzt zeige ich euch mal meine kaputte Drohne. Da haben wir das Ding zusammengefaltet. Eigentlich fast alle Rotorblätter sind am Arsch und hier sieht man es sehr deutlich. Dieser Arm ist gebrochen. Das heißt, mit dem Baby kann man auch echt nicht mehr fliegen. Aber ich habe dafür eine Lösung und die Lösung ist hier. Ha, new drone inside. Bye bye Drohne, bye bye. One. Music biz bump me up, trying to ruin all my friendships, but I keep the joy. I was 18 making beats in my studio, I did it for the joy. Now you might feel it take too long, but we gon' fight and keep on marching to our dream, yeah. It break my heart every time I turn the news on and see the police shot another young brother black boy. You know we had a mother, father, grandmother, brother, sister, but you see him as another black boy. Now you might feel it take too long, but we gon' fight and keep on marching to our dreams.